Hallo und herzlich willkommen auf eurem Gym-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, nach dieser unerträglichen Hitze habe ich dann jetzt endlich meine Stimme wieder gefunden, sozusagen. Das war ja unerträglich, muss man schon sagen. Ich bin ja schon ein bisschen älter und wenn man jünger ist, macht einem das nicht mehr so viel aus. Aber jetzt bin ich wieder da irgendwie und ich hoffe, dass die Hitze jetzt dementsprechend wegbleibt, damit ich weiter sprechen kann. Ansonsten wird es weiter Tutorials mit Musik geben, weil einfach das für mich zu anstrengend ist. Ich möchte heute einen Filter vorstellen und zwar einen Filter von der Filterbank oder von diesem Superfilter Gimic. Und dazu habe ich hier diese Vorlage gerichtet. Die findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos, damit ihr da irgendwie etwas nachbauen könnt, wenn ihr das möchtet. Natürlich geht es auch mit euren eigenen Fotos. Ist immer abhängig natürlich die Wirkung des Filters von der Vorlage. Und ich möchte zeigen hier unter Gimic in dem Artistik-Filterbereich den Filter Black Crayon Graffiti. Und ja, da haben wir so einige Einstellungsmöglichkeiten, die ich mal kurz ansprechen möchte. Ich klicke mal auf den Filter, passe das Bild in das Fenster ein hier über die mittlere Maustaste, kann ich das scrollen, also zoomen. Und ihr seht, hier haben wir so eine, ja, wie soll man das sagen, auf Deutsch umgesetzt, so eine schwarze Buntstift. Zeichnung oder wie auch immer. Ich habe das in der Beschreibung des Videos kurz angerissen. Und wir haben hier ein paar verschiedene Schieber oder Schalter, wie wir das nennen wollen. Und zwar haben wir hier einmal einen Amplitude-Schalter oder Filter oder Schieber. Das heißt, hier kann man die Spitzen und die Talwerte sozusagen dieses Filters einstellen. Man kann über die Dichte hier einiges regeln. Man kann den Effekt hier ein bisschen glätten, an den Kanten schätze ich mal und so weiter oder auch insgesamt. Entschuldigung. Wir haben die Möglichkeit, die Deckkraft des Effektes zu regeln. Und wir haben hier natürlich noch die Möglichkeit, die Kanten oder die Ränder zu verstärken oder abzuschwächen. Was hier noch als Fast Approximation, das ist ein schweres Wort für mich, zu sehen ist, ist natürlich eine schnelle Angleichung oder ein schnelles Angleichen des Effektes. Und natürlich haben wir hier noch diese Farbglättung oder wie auch immer man das auf Deutsch übersetzen möchte. Und hier haben wir noch die Möglichkeit, den Mixer hier, den Stil dementsprechend zu verändern. Einmal über Leuchtkraft oder Lightness. Und da sieht es auch ganz anders aus, da wird es insgesamt aufgehellt. Man sieht hier auch das Gitter und so weiter und den Wert hier. Aber ich lasse das mal auf Color Doping stehen. Also das ist ja im Grunde genommen schon alles, was es zu diesem Filter zu sagen gibt. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Ihr könnt es hier alles ausprobieren natürlich, wie ihr das möchtet mit der Amplitude oder mit der Dichte des Effektes oder wie weit ihr glätten möchtet und die Deckkraft und auch die Kanten dementsprechend einstellen. Ich lasse jetzt hier einfach die Standardwerte stehen, aber ich habe mir gedacht, der Filter ist echt spannend und interessant und auch diese Vorlage und das gibt es dann dementsprechend her, dass man das zeigen kann und ich finde, das ist schon ganz gut gelungen und wie gesagt, das war die kurze Vorstellung des Filters hier. Black Crayon Graffiti oder wie auch immer man das aussprechen mag. Ich bin des Englischen nicht so besonders mächtig. Das liegt einfach daran, dass wir früher, als ich noch zur Schule gegangen bin und viele von euch noch gar nicht auf der Welt waren, eben mit Fremdsprachen anders umgegangen sind. Aber ich bemühe mich natürlich und ja. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen, diesen Filter ein bisschen näher bringen, ja, mit ein paar Erklärungen und ihr könnt ihn in Zukunft vielleicht nutzen, das eine oder andere Mal. Ich finde, da macht gut was her. Und ja, herzlichen Dank fürs Schauen, ja, für die neuen Menschen, die hergefunden haben. Gleich kommt der Abspann, da kommt das Kanalsymbol. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Und ja, herzlichen Dank nochmal fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Thank you.